ich bin immer skeptisch gegenüber neuen Therapieverfahren und ich finde immer wichtig, dass man die auch überprüft und guckt, was steckt da dahinter. Es gibt Studien aus dem asiatischen Raum, wo praktisch Japaner 10 Minuten ein Waldfoto anschauen und danach sich schon entspannt fühlen. Der Wald braucht den Menschen nicht, aber wir Menschen brauchen den Wald ganz, ganz dringend. Der Wald. Ein Ort der Entschleunigung und der Erholung. Für Jörg Schmidt wird er sogar zum Lebensretter. Darüber wird er noch mit uns sprechen. Doch zuvor erzählt er uns von einer magischen Begegnung im Wald, die ihn geprägt hat. Das Erlebnis mit dem Hirsch hier in dem Wald war bei einer Treibjagd. Das fand ich ja nicht schrecklich und wollte gar nicht mitgehen und bin dann doch mitgegangen zum Jagen. Bin ich durch den Wald gestreift und habe die anderen Treiberkollegen verloren. Die waren irgendwann nicht mehr da und bin so durch den Wald weitergegangen. Bin auf eine Lichtung gekommen und dann steht da dieses Riesentier, was den ganzen Tag über gejagt worden ist. Und dann war Stille. Dann habe ich das Tier angeschaut. Der Hirsch hat mich angeschaut mit einem riesen Geweih, mit einer ganz großen Krone. Und wir haben uns beide nur angeschaut. Und war wie so ein ganz tiefes Verständnis und was ich mir gewünscht habe, von wegen, bring dich in Sicherheit, also dass du jetzt nicht in den letzten paar Minuten von dem Jagdtag noch erlegt oder geschossen wirst. Das war gleichzeitig wunderschön und magisch und das hat mich sehr berührt. Für Jörg Schmidt ist der Wald schon als Kind ein Zufluchtsort. Hier findet er Trost und erlebt Abenteuer. Doch seine Arbeitsanforderungen werden immer höher. Sein Alltag wird immer hektischer. Zeit zum Durchatmen gibt es keine mehr. Eingestiegen als Kaufmann und Sales Manager, Overseas Sales Manager. Dann noch ein Wirtschaftsstudium gemacht und zum Schluss war ich dann im Marketing, im Maschinenbau tätig und dann 2, 3, 4 Monitore, 2 Telefone und dann Kunden, die wegen der Zeitverschiebung quasi den ganzen Tag hätten anrufen können, also morgens früh die Chinesen und abends spät. Dann die Südamerikaner, wenn die noch Geschäfte machen wollen. Ich war wie aufgedreht, wie so ein Dauerstrom. Ich konnte nicht in Ruhe denken, es war alles zu viel. Jörg Schmidt bekommt ein Burnout. Sein Arzt stellt die Diagnose schwere Depression. Er schickt ihn in eine psychosomatische Klinik in den Schwarzwald. Der Aufenthalt dort ist überlebenswichtig für ihn. Doch was ihm wirklich hilft, ist der Wald. Da bin ich dann abends abgehauen, bevor die zuschließen, mit 180 Patienten und halt in so eine Betonkiste. Und dann ist es auch laut und alle Patienten werden nachts um 3 oder 4 gleichzeitig wach, weil sie die gleiche Diagnose hatten mit Depression oder Burnout. Das war mir zu anstrengend. Ich bin dann raus in den Wald, im Augenblick auf dem Hochsitz gesessen oder sonst wo und habe dann im Wald übernachtet. Da bin ich dann morgens kurz nach 6, nachdem aufgeschlossen war, wieder reingeschlichen, um mich zu duschen, Qigong zu machen, zu frühstücken und an den Therapieangeboten teilzunehmen. Mich hat das persönlich extrem entschleunigt und mir geholfen, wieder zur Ruhe zu kommen. Die Depressionen im Wald zu behandeln, das ist relativ gut untersucht bislang. Da gibt es gerade
aktuell auch eine ganze Menge neuere Studien drüber. Und es ist definitiv so, dass es da eben auch Evidenz gibt, dass Waldaufenthalte flankierend, selbstverständlich, ne, für die Depression sehr sinnvoll sind. Also da gibt es vergleichende Studien, Krankenhausaufenthalt, also in der Klinik ein Therapieregime und im Wald ein Therapieregime. Entweder länger im Wald bleiben oder auch nur jeden Tag immer mal wieder raus mit diesen Patienten. Und da hat sich eindeutig also ein positiver Effekt für den Waldaufenthalt gezeigt. Angela Schuh ist Ärztin für Kurortmedizin und medizinische Klimatologie an der Münchner Universität. Sie hat die gesundheitlichen Effekte des Waldes wissenschaftlich untersucht. Der Wald hat an sich jetzt eben erstmal durch die klimatischen Bedingungen eine Schutzfunktion und auch in gewisser Weise dann relaxende Funktion. Er schützt vor zu starker, intensiver Sonnenstrahlung zum Beispiel. Das Licht im Wald ist gedämpft. Das beruhigt, ne? Das dämpft alles, auch eben eine aufgeregte Psyche. Der Lärm ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir ja so enorm überall beschallt werden in unserem gesamten Leben. Und da hat man doch im Wald noch relativ große Chancen, dass es wirklich ruhig ist. Gerade die Naturgeräusche, die man dann vielleicht nur aufnimmt, das Plätschern eines Baches oder das Zwitschern eines Vogels oder das Rascheln der Blätter, auch Waldesrauschen, wenn Wind weht, das sind Dinge, die sich über die fünf Sinne eben auch auf den Menschen auswirken, die man aufnimmt und die beruhigend wirken. Das Eintauchen in den Wald ist nicht einfach nur erholsam, sondern hat eine nachweisbare Wirkung auf Körper und Seele. Im Wald senkt sich der Blutdruck, die Nerven und die Muskeln entspannen, die Atemwege werden durch die saubere Luft gereinigt und das Immunsystem wird gestärkt. Zuerst erkannt haben das die Japaner. Dort ist die Naturtherapie Shinrin-yoku, auf Deutsch Baden in der Waldluft, seit Jahrzehnten etabliert. Japanische Universitäten bilden inzwischen sogar Fachärzte in Waldmedizin aus und Waldbaden gibt es dort auf Rezept. Auch die Schulmedizin in Europa hat die heilende Wirkung des Waldes für sich entdeckt. Wir besuchen die Dr. Becker Rhein-Sieg-Klinik in Nümbrecht. Sie ist die erste Klinik in Deutschland, die Waldtherapie in der neurologischen Reha-Behandlung anwendet. Bei Schlaganfallpatienten geht man davon aus, dass auch chronische Entzündungen eine Rolle spielen. Bei Schlaganfallpatienten ist der Bluthochdruck der wichtigste Risikofaktor. Und über das Waldbaden versuchen wir sowohl auf den Blutdruck als auch auf natürliche Killerzellen und diese ganzen Dinge in gegebenenfalls entzündliche Prozesse Einfluss zu nehmen. Ein wesentlicher Teil des Waldbadens sind auch Achtsamkeitsübungen, man kann auch sagen meditative Übungen, Entspannungsübungen im Wald. Und wenn die Menschen lernen, die Spannung ein bisschen zu regulieren, hilft ihnen das in den ganz unterschiedlichen Situationen im Alltag. Parkinson-Patienten können Muskelanspannung dadurch besser regulieren. Schmerzpatienten können Schmerzattacken dadurch besser regulieren. Ne? Es gibt die klassischen Verfahren, autogenes Training, progressive Muskelrelaxation oder auch Tanztherapien, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und wir denken, dass Waldbaden da ein ganz wichtiger Baustein sein kann. Ich kann dann einmal da hinlegen. Ich würde noch einmal die Reflexe untersuchen. Und Thorsten Sauerland hat 6 Wochen in der Reha-Klinik verbracht. Er ist an Parkinson erkrankt und hat einen Hirnschrittmacher eingesetzt bekommen. Neben vielen anderen Therapien hat er als einer der ersten Patienten die Waldtherapie ausprobiert. Kopf in den Sand schenken ist nicht, wie gesagt, zu Hause, Familie, 3 Kinder, muss irgendwie gucken, dass da alles läuft, dass das Geld nach Hause kommt. Und deswegen mit 47 kann man noch nicht sagen, ich gehe noch lange nicht in Rente. Und von daher muss man einfach gucken, dass man da irgendwie guckt, dass man eben bestmöglich klarkommt. Und von daher hilft der Wald mit Sicherheit auch deutlich dazu beizutragen. Okay, gut, wunderbar.
Bei Parkinson ist immer ganz wichtig, dass man sich auch auf eine Sache konzentriert, dass man wirklich fokussiert. Und wenn man was in der Hand hat, ist das schon mal dieser Greifreflex, dass man da wirklich auch über die Haut fühlen kann. Auch bei Parkinson erzählen häufig die Patienten, dass sie den Geschmackssinn oder den Geruchssinn verloren haben. Und dann arbeiten Parkinson-Patienten mit anderen Sinnen, die viel deutlicher hervorkommen, wie zum Beispiel der Tastsinn. Und das ist natürlich schön zu fühlen, da habe ich noch ganz viel Qualität und kann das natürlich für mich als positives Zeichen auch nutzen. Nähe zu einem Wald verbessert offenbar die Stressverarbeitung im Gehirn. Die Struktur der Amygdala, der Teil des Gehirns, der vor allem für die Entstehung von Angstgefühlen zuständig ist, scheint sich durch die Anwesenheit von Bäumen zu verändern. Das haben Forscher vom Max-Planck-Institut herausgefunden. Verantwortlich hierfür sollen sogenannte Terpene sein, Wirkstoffe, die Pflanzen ausströmen, um Bakterien und Insekten abzuwehren. Werden diese eingeatmet, senken sie den Blutdruck. Das Stresshormon Cortisol wird verringert. Und man merkt einfach, dass die Patienten ruhiger werden. Viel, viel ruhiger. Das ist einfach ein schönes Zeichen. Das kann man auch nachweisen, indem man, bevor man in den Wald geht, den Puls misst und schaut einfach, wie ist die Pulsfrequenz, wenn ich noch im Geschehen in der Klinik bin. Und wie ist der Puls, wenn ich dann hier im Wald war? Dann kann ich das auch messen. Der Vergleich ist unglaublich. Also es ist wesentlich ruhiger, die Atmung ist wesentlich ruhiger. Das sind so Zeichen, wo der Wald wirklich gut tut. Nach der Therapie muss ich sagen, war man recht ausgeglichen, hat dann abends auch immer relativ hier unten sich noch mal kurz ausgetauscht, noch eine kleine Runde durch den Wald gedreht und sind dann alle praktisch dann irgendwann aufs Zimmer gegangen. Wieder gut geschlafen, was war auch mein Hauptproblem war auch vorher. Ich konnte da sehr, sehr schlecht schlafen immer. Und das ist dann auch durch solche Therapien dann auch gefördert worden, dass es wieder besser wird. Wir treffen Klaus Heidel in Nordrhein-Westfalen. Er hat sich zum Trainer für Waldbaden ausbilden lassen. Eine persönliche Krise hat ihn dazu gebracht. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir nicht besonders gut. 2009 ist mein Bruder verstorben, sehr plötzlich und viel, viel zu jung. Und das hat mir tatsächlich die Füße unter den Beinen weggezogen. Und da habe ich mich ein wenig zurückgezogen in die Natur. Und als ich aus dem Wald zurückgekommen bin abends oder nachmittags, habe ich festgestellt, dass es mir besser ging als vorher. Die Probleme waren dieselben, aber ich fühlte mich einfach besser. Und das habe ich eine Zeit lang an mir selber beobachtet und habe versucht herauszufinden, ob das ein Zufall ist oder ob da etwas hintersteckt. Der Wald heilt. Davon ist Klaus Heidel überzeugt. Der Baumsachverständige pachtet ein Stück Wald und bietet Kurse an, bei denen sich Menschen unter Bäumen neu erleben können. Diese natürliche Umgebung ist etwas, was in unseren Genen noch drin ist. Weil wenn wir die Zeit des Menschwerden so beobachten, also viele hunderttausend Jahre, haben wir in nicht urbanisierten Umgebungen gelebt und haben ja erst vor 400-500 Jahren angefangen, große Städte zu bauen, alles zu technologisieren. Und unsere evolutionäre Umstellung kommt gar nicht so schnell dahinterher. Also es ist eine Ursehnsucht, in so einem natürlichen Umfeld zu sein. Ein Wald, der schützt uns, der ernährt uns und das war immer schon so gewesen und es steckt in uns drin, in uns allen. Verschiedene Achtsamkeitsübungen sind Teil des Waldbadens.
Das ist eine Übung aus dem Qigong. Und das bewirkt, dass wir durch die sanften Bewegungen ruhiger werden, unseren Kreislauf anregen, unsere Atmung wird ruhiger und wir nehmen die positive Energie, das Qi, in uns auf und lassen alles Verbrauchte mit den Ausatmen wieder aus und geben das hier in den Wald ab. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Aufenthalte im Wald die Konzentration steigern. Genauso wie auch den Schlaf verbessern in der darauffolgenden Nacht. Aber immer nur akut. Und das liegt einfach daran, weil man doch im Wald sich eben zurücknehmen kann und das Gehirn nicht 100.000 andere Eindrücke hat und Sachen denken muss, sondern dass man sich auf Wesentliches konzentrieren kann. Eine neue Perspektive entdecken. Auch das ist eine Achtsamkeitsübung beim Waldbaden. Sie soll helfen, im Hier und Jetzt zu sein und sich von Sorgen zu befreien. Zumindest für den Moment. Ich komme erstmal ins Staunen, weil ich das nicht erwartet habe, weil das Bild ein ganz anderes ist. Und immer wenn etwas ungewohnt, positiv ungewohnt ist, komme ich ins Staunen und kann mich begeistern. Und auch da ist es dann wieder so, während ich das mache, komme ich raus aus dem Gedankenkarussell und bin abgelenkt, also positiv abgelenkt. Waldbaden ist auch die Seele baumeln lassen unter freiem Himmel. Wir treffen während unseres Drehs zufällig auf Susanne Reiner-Schwier, die sich regelmäßig mit ihrer Baumhängematte in den Wald legt. Über Kontakte bin ich auf Klaus gestoßen und der ist einfach ein Mensch, der mir sehr, sehr viel über Bäume, über den Wald schon erzählen konnte. Und dann habe ich einmal hier mitgemacht in so einem kleinen Kurs. Und dann hat es mich sofort gepackt gehabt. Diese Verbindung mit einfach im Wald sein, achtsam sein, ein bisschen Qigong im Wald zu machen, das waren für mich sehr neue Erfahrungen. Und seither komme ich eigentlich immer wieder gerne, gehe regelmäßig in den Wald. Und es tut mir einfach wirklich, in der ganzen Tiefe tut es mir gut. Waldbaden ist für uns kein Wundermittel und die wissenschaftlichen Hintergründe werden natürlich zum Teil erst erforscht. Es gibt Hinweise über diese Terpene, die die Bäume ausschütten, die auch auf Zellen, auf den Menschen eine Wirkung haben können. Das wird untersucht. Es gibt bestimmte Hinweise aus Studien, dass natürliche Killerzellen vermehrt im Körper ausgeschüttet werden, dass deren Aktivität erhöht ist. Das heißt, dass chronische Entzündungen dadurch etwas reguliert werden können. Das ist zumindest die Hoffnung. Dann gibt es Messungen, dass der Parasympathikus durch das Meditieren oder durch das Sein im Wald aktiver ist und damit weniger Stresssymptome wahrgenommen werden. Waldbaden ist also keine Esoterik. Wissenschaftler können die heilende Wirkung inzwischen in verschiedenen Bereichen nachweisen. Es gibt einige Untersuchungen, epidemiologische Studien, die tatsächlich zeigen, dass Kinder, die in der Nähe eines Waldes aufwachsen oder auch spielen, dass sie psychisch stabiler sind und dass sie später weniger psychische Erkrankungen bekommen. Also auch im Sinne von Psyche scheint es sich auszuwirken. Trauer zulassen. Auch dabei soll Waldbaden helfen. Wir begleiten eine Gruppe, in der einige Teilnehmer vor kurzem einen Angehörigen verloren haben. Das Zusammensein und verschiedene Übungen im Wald sollen helfen, mit dem Verlust besser umgehen zu können und Trost zu finden in der Natur. Die neuen Wege. Doris, dann gehst du mit dem Michael die neuen Wege. Und ihr dürft in aller Ruhe diesen Weg jetzt hier nutzen.
und schöne Momentaufnahmen machen und das eurem Partner zeigen. Ich bin hier gekommen, um wieder nach Hause zu kommen. Meine Frau ist gestorben und sie hatte einen besonderen Bezug zur Natur und zu den Tieren. Und ich habe sie dann in einem Ruheforst beisetzen lassen, weil das ist für mich Natur und auch Tiere, weil sie hatte eine Gabe, mit Tieren umzugehen, wie man sie selten hat oder auch selten kennt. Auch die Schafe, die jetzt da eben da hinten so gekräht haben. Ja, wenn meine Frau dabei gewesen wäre, wären die alle am Zaun gewesen. Das ist dieses Gespür. Sie könnte überall sein. Sie könnte neben dir sein. Sie könnte irgendwo, wo die Tiere sind, nach dem Motto, ich passe hier auf meine Tiere auf, mach du mal. Und für mich ist das, in den Wald zu gehen oder in die Natur zu gehen, das ist für mich wie nach Hause gehen, wie nach Hause kommen. Bei der Trauer ist es ja so, dass man in einem sehr gefangenen Bereich ist, oftmals mit seinen Gedanken auch. Und nur eine Enge sieht, das, was jetzt gerade passiert ist, aber den Blick für die schönen Dinge und nach vorne auch verliert. Durch das Staunen und durch das Sehen blendet man für kurze Zeit natürlich alle anderen Gedanken aus. Und darum geht's. Es geht darum, man kann in einem 3-Stunden-Trauerkurs kann man die Trauer nicht nehmen und kann man den Schmerz nicht nehmen. Aber man schafft Momente, die einfach schön sind und Bilder, die man mit nach Hause nehmen kann. Der Wald kann sicher heilen, und zwar im Sinne von einer angeschlagenen Psyche. Man kann dem Wald eventuelle Probleme, Ängste, Sorgen mitteilen, ohne dass jemand zuhört. Es wird auch zum Beispiel bei Brustkrebspatientinnen der Wald oft oder Waldbaden auch angewandt im Sinne von die Natur als Helfer. Das sind Dinge, die klingen etwas esoterisch vielleicht sogar angehaucht, sind aber wichtig für die Psyche natürlich. Der Wald kann keine schweren Krankheiten heilen, aber er kann begleitend und präventiv heilsam sein. Wie lange und wie oft muss ich dafür in den Wald gehen? Wenn man sagt, ein Tag im Wald, und dieser Tag ist nach den japanischen Vorgaben 4 Stunden, und in diesen 4 Stunden senkt sich unser Blutdruck, der Blutzucker wird auch reduziert und gesenkt, und die sogenannten NK-Zellen, das sind die natürlichen Killerzellen, also unsere Abwehrkräfte in unserem Körper, die werden um bis zu 40% gesteigert, und dieser Zustand hält bis zu 7 Tage an, ist alles messbar und nachweisbar. Also halbe Stunde ist gut, ist besser wie gar nichts, aber 2, 3 oder 4 Stunden sind einfach besser. Eine ganze Nacht im Wald ist ein besonders intensives Naturerlebnis. Klaus Heidel bietet Übernachtungen in Baumzelten an. Mitbringen muss man nur einen Schlafsack und etwas Abenteuerlust. Auch wir wollen das erleben und verbringen gemeinsam die Nacht im Wald. Die Nacht im Wald ist ja von der Akustik und auch von der Optik ganz anders. Nachts sind wir ja in der Wahrnehmung viel, viel sensibler. Und allein das ist schon sehr besonders. Aber die ganze Nacht, also quasi tagsüber und auch die Nacht, noch die Terpene, die gesunde Waldluft einzuatmen. Und im Schlaf sind wir sowieso schon ruhiger. Und durch die Einatmung dieser Stoffe werden wir noch ruhiger. Wir schlafen tiefer und fester. Und am Ende ist es noch ein Abenteuer. Also wer schläft schon eine Nacht im Wald oder zwei? Musik.
Wer sich darauf einlässt, kann etwas Einmaliges erleben. So wie wir eine unvergessliche Glühwürmchennacht mit ungewöhnlichen Tiergeräuschen. Sie war kurz. Wir wurden gestört in der Nacht von Rehen, die scheinbar hier ihr Lager aufschlagen wollten. Und die riefen dann ganz laut. Und sonst war es eigentlich schön. Nach den Glühwürmchen, die da zu Hunderten waren, einschlafen, das war schon eine schöne Sache. Ich habe, wenn ich dann geschlafen habe, sehr gut geschlafen. Also eher in den Morgenstunden. So, aber in der Nacht, in der Einschlafphase, da war es noch ein bisschen... Da waren die Augen noch auf und haben die Sterne gesucht. Der Wald tut uns Menschen gut, vor allem der Seele. Jörg Schmidt hat nach seinem Burnout den Wald zu seinem Arbeitsplatz gemacht. Heute macht er Coachings für Firmen und Einzelpersonen und zeigt ihnen, was Wald alles kann. Im Wald, in der Natur, lassen wir ganz schnell unsere Selbstbilder von uns fallen, also unsere Selbstbewertung. Und das, was andere von uns denken oder was wir denken, was andere von uns denken würden. Im Wald kann man nach kurzer Zeit so sein, wie man ist, mit dem Spielen, was da ist, mit Blättern, mit Stöcken, mit Steinen, sich eine Hütte bauen. Und das deckt sich bei den, das ist mir etwas peinlich zu sagen, bei den Großen ganz genauso. Also Menschen von der Deutschen Bank in Teamtrainings im Wald verhalten sich genauso wie der Fünfjährige. Ja, wie die fünfjährigen Jungs. Und die Damen und Mädchen genauso. Am Anfang ist alles noch I und die Nacktschnecke oder der Regenwurm. Zum Schluss haben die alle das Tier auf der Hand für eine kurze Zeit. Und dann sind die Menschen völlig drin, wie in so einem Flow-Erlebnis. Und machen einfach, sind einfach. Und denken nicht mehr drüber nach, was die Arbeitskollegen über sie denken würden oder was sie selber über sich denken. Oder das macht man nicht. Man spielt nicht mit Stöckchen und Steinen oder mit einem ekligen Regenwurm oder was immer. Hier kann alles sein. Hier gibt es keine Verurteilung und Bewertung. Dem Wald ist egal, ob ich einen weißen Bart habe, ob ich glatt rasiert bin. Hier könnte ich auch mit Krawatte durchlaufen. Das wäre dem Wald auch egal. Das ist draußen in der Businesswelt, wo ich auch zu Hause war, anders. Also Asphalt und Business-Dschungel. Frage höre, was würdest du dem Wald sagen? Dann würde ich sagen, ja, einmal danke und bitte bleib. Also, der Wald kann sich alleine helfen, wenn wir ihn lassen. Der Zustand von dem Wald mit verdichteten Wegen und Monokulturen oder Kahlschlägen oder auch, dass jetzt Schäden eintreten, die sind zum großen Teil von Menschen entweder verursacht oder begünstigt. Und das können wir anders und besser. Also, ich brauche Wald. Ich glaube, wir brauchen alle Wald. Also jetzt nicht nur als Ökosystem, sondern einfach als, auch als Heilort.